Hallo meine Legefreunde. Lasst uns über die Wahl der Taktik beim Legen sprechen. Legen in Richtung der gegnerischen Kugel. Stellen wir uns vor, der gegnerische Leger hat seine erste Kugel gelegt, und zwar an der Zielkugel vorbei. Wir versuchen, in Richtung seiner Kugel zu legen, dicht an die Zielkugel, damit der gegnerische Schießer ein zusätzliches Risiko eingehen muss. Soll ich es dir zeigen? So, seht ihr es da? Ich habe mein Ziel erreicht, weil meine Kugel vor seiner liegt und ich den Punkt habe. Dazu ist es eine Kugel, die geschossen werden muss, weil sie zu nahe bei der Zielkugel ist. So habe ich dieses zusätzliche Risiko für den Schießer erzeugt. Seht her, wenn er nicht gerade schießt, geht seine Kugel ins Aus oder er kann, selbst wenn er meine trifft, die andere auskontern. Also, wenn der Gegner eine Kugel am Schweinchen vorbeigelegt hat, denk dran, dass du automatisch in Richtung der gegnerischen Kugel legst, um eine zusätzliche Gefahr für den Schießer zu erzeugen. Auf bald, Legefreunde! Auf geht's, zur nächsten Runde!